Gut, jetzt möchte ich Sie hier auf dem Podium mal miteinander ins Gespräch bringen, nämlich jeweils zwei Kollegen von Ihnen den Anfang machen, Herr Aufnahme und Herr Horz, mit einer Frage, die Sie bestimmt von vielen Leuten gestellt bekommen, nämlich diese Frage, wie viel neue Medien tun denn meinen Kindern gut? Wie viele Stunden sitzen Kinder oder Jugendliche vor den neuen Medien, was würden Sie raten? Wann beginnt überhöhter Medienkonsum und wie wirkt es sich aus? Und als letztes vielleicht auch diese Frage, wirkt sich Mediennutzung auf das Lernen und auch auf die Entwicklung von Kindern aus? Das ist jetzt also ein größerer Strauß. Sie sind beide Pädagogen und können da bestimmt was dazu sagen. Ich würde sagen, Sie machen mal den Anfang. Ja, das ist eigentlich eine Frage, wo man ein ganzes Seminar, ein Semester drüber macht. Aber ich will versuchen, es so meine Position da deutlich zu machen. Wir haben, also was ich schon mal problematisch finde, ist immer die Medien und die Erziehung zu verallgemeinern. Und ich würde auch wenn wir das später vielleicht mal kommen, über den Einsatz von Medien in der Schule, wir reden sehr viel, Medien müssen in die Schule kommen und fördern das Lernen. Ich denke, wir machen momentan in der ganzen Diskussion zwei Fehler. Der erste Fehler ist, dass wir uns zu sehr auf die Medien konzentrieren und nicht auf andere soziale Strukturen, ob das jetzt der Unterricht ist, das Lernen ist, oder, und das wäre das Zweite, dass wir zu wenig gucken, in welchen sozialen Milieus, in welchen sozialen Bedingungen werden eigentlich Medien genutzt. Und ich glaube, es ist ja eben schon angedeutet, dass die familialen Strukturen da ganz entscheidend sind dabei. Also wir machen momentan häufig so eine Kausalität, die Medien sind böse und die beeinflussen die Kinder. Und es gibt nichts anderes. Wenn man genauer hinschaut, denke ich, und da komme ich jetzt auf Ihre Frage, also natürlich beeinflussen Medien die Entwicklung von Kindern, das ist ganz unterschiedlich. Wir können es mal ganz deutlich machen an der Sprachentwicklung. Alle kennen Sie wahrscheinlich die Teletubbies, die eingeführt worden sind, wo die 2-3-Jährigen in England durch Entwicklungspsychologen unterstützt eine Sendung gemacht worden ist, die pädagogisch-didaktisch sehr gut aufgebaut ist, in denen zum Beispiel Erklärteile anderen wiederholt werden, weil man weiß, dass Wiederholung und Übung was dazu führt, dass man es behält. In der ersten Phase der Begleitforschung hat man gezeigt, dass Kinder allgemein, die das nutzen, in ihrer Sprachentwicklung dadurch gestärkt werden können, gefördert werden können. Schaut man dann genauer hin, dann zeigt sich ein Effekt, nämlich dass Kinder, die nur die Teletubbies gucken und alleine schauen und sozusagen keine familiäre oder kommunikativ Unterstützung bekommen, in ihrem Sprachwortschatz zum Beispiel anderen Kindern hinterherhinken, die das nicht schauen, die weniger schauen. Und das Zweite, was wir ja schon aus den Studien zur Sesamstraße aus den 70er Jahren USA, dass Fernsehnutzung oder überhaupt, und das kann man denke ich auch verallgemeinern, die Nutzung von Medien dann positiv ist, wenn Eltern das in einer Art und Weise unterstützen, nämlich dass man darüber redet. Mal ganz einfach gesagt, wir nennen das Anschlusskommunikation, das betrifft das Buch, die Bereitschaft zum Beispiel beim Mittagessen oder beim Abendessen oder beim Zu-Bett-Gehen über das zu reden, was man gelesen hat, genauso darüber zu reden, was man gesehen hat und genauso neugierig zu sein. Facebook ist ein anderer Fall, weil das auch die Älteren betrifft, die ist schwieriger, zum Beispiel was man im Computerspiel gemacht hat oder im Internet gesehen hat. Also ich denke, wir sollten uns eher darauf konzentrieren. Und dann gibt es, zu dem zentralen Punkt zu kommen, was ist gut, was ist schlecht, denke ich immer, es kommt darauf an, welche Bedeutung das Medium in der Familie hat. Wir haben eben schon gehört, wenn sozusagen Kinder abgeschoben werden vor den Medien und dann fehlt den Kindern was. Man kann das sehr gut deutlich machen. Es gibt sehr viele Studien, die zeigen, und Pfeiffer gehört auch zu denen, deswegen hat er diese Position, wenn Sie Familien schauen, die Kinder nehmen, die sehr viel Fernsehen schauen, haben die auch schlechte Schulnoten. Dann könnte man denken, aha, ich schaffe den Fernsehapparat ab, wenn die Schulnoten besser. Und das ist nicht der Fall. Denn wir wissen gleichzeitig, dass in den Familien, denen das vorkommt, zum Beispiel, wir nennen das so eine eingeschränkte Kommunikation ist. Das heißt, die Familienkommunikation findet überwiegend vor dem Fernsehapparat statt. Man sitzt gemeinsam davor und Sie wissen selbst, wenn man fernsieht, darf man nicht reden. Das heißt, sei ruhig, ich will das Hören verfolgen. Und die Kinder haben nicht die Möglichkeit, ihre Probleme mit den Eltern zu besprechen. Und das bedeutet, Kinder wenden sich dann, haben sozusagen eine verringerte Sprachentwicklung und Entwicklung einer kognitiven Fähigkeiten und sind in der Schule schlecht und gleichzeitig steigt der Fernsehkonsum. Also was ich deutlich machen will, wir müssen eher darauf gucken, in welchen Kontexten Kinder und Jugendliche Medien nutzen. Und dann kann zum Beispiel eine häufige Mediennutzung gar nicht dramatisch sein. Ich vermute mal, wenn hier Lehrer oder Lehrerinnen sind, deren Kinder viel Fernsehen gucken, sind sie trotzdem in der Schule gut oder sie nutzen das Internet. Aber sie nutzen es in einer anderen Art und Weise als diejenigen, wo die Mediennutzung eher konsumorientiert ist, wo die Eltern sich gar keine Gedanken darum machen. Also sie haben so schön gezeigt, die Grenzen, die man setzen muss zwischen Erwachsenen
zum Beispiel angeboten, Kinder angeboten. Und das Problem für die heutigen Eltern ist, sind zwei Dinge. Das erste ist, genau zu wissen, was bringt das Medium am Kind. Beim Buch ist einfach, wenn Sie ein Buch verschenken, klappen Sie es auf, Sie können reinblättern und können ganz schnell entscheiden, ist das für mein Kind geeignet. Beim Computerspiel müssen Sie es durchspielen. Und das können die Erwachsenen nicht. Und das zweite ist, und da spielen die Eltern auch eine Rolle, die Eltern wollen heute ihre Kinder kontrollieren. Wir sprechen heute gar nicht von den Helikoptereltern, die über ihre Kinder kreisen und genau wissen wollen, wo sie sind und was sie machen. Und die schenken auch zum Beispiel ihren Kindern, dass Grundschulkinder so viele Handys haben, liegt an den Eltern. Die schenken ihren Kindern ein Handy, weil sie sagen, da kann ich dich in der Pause anrufen, da kann ich, wenn die Schule aus ist, aufrufen, dass du sozusagen, ob du auf dem Weg bist. Also diese Kontrollfunktion, ich typisiere es mal ein bisschen, um das deutlich zu machen. Eine ganz banale Frage, die Sie gestellt haben, ich beantworte immer, und das kann man, es gibt, würde ich sagen, keine harte empirische Begründung dafür. Bei Vorschulkindern, denke ich, sind 30 Minuten Mediennutzung, also elektronische Medien am Tag, bei Grundschulkindern eine Stunde, und was darüber hinausgeht, muss man das auch selbst verantwortlich übergeben. Was aber nicht heißt, dass man das stur handhaben soll, sondern flexibel. Das bedeutet, wenn schönes Wetter draußen ist, schickt man die Kinder auch mal raus. Wenn es regnet, dürfen sie länger gucken. Wenn sie Stress in der Schule haben, was auch häufig vorkommt, dann sagen, okay, du kannst dich auch mal damit entspannen. Also das einfach dynamisch zu handhaben, zu sehen und genau zu gucken, wo sind die Grenzen, wo flüchtet jemand aufgrund seiner Probleme in die Medien rein. Das kann ein Computerspiel sein, Computerspielen kann ich Gott spielen, ich kann mächtig sein, wo ich möglicherweise von meinen Freunden unterdrückt werde. Also genau zu sehen, welche Funktion hat das und dann darauf angemessen zu reagieren. Da vielleicht ganz kurz ergänzen. Aufenlänger hat es ja eben gesagt, es gab vor ca. 20 Jahren, ich kann mich noch ganz gut erinnern, als es nur um die TV und den TV-Konsum und Videokonsum ging, einen schönen Satz, der lautete, Fernsehen macht kluge Kinder klüger und dumme Kinder dümmer. Ja, das heißt also, es geht genau um dieses Thema, es geht um den dosierten und verantwortungsvollen Einsatz von neuen Medien und diesen Satz kann man natürlich auch heute auf diese neuen Medien übertragen. Ich erlebe in der Schule, dass Kinder vor allen Dingen am Montag, wenn der Medienkonsum am Wochenende voraussichtlich dann über Gebühr beansprucht wird, Kinder auffälliger sind, verhaltensauffälliger sind, unruhiger und konzentrierter auch. Sie können dem Unterricht nicht mehr so gut folgen wie an anderen Wochentagen. Das hängt dann bei Nachfragen mit dem Medienkonsum direkt zusammen. Das habe ich schon mehrfach festgestellt. Gleichen Probleme haben Lehrer im 19. Jahrhundert schon sozusagen moniert, dass die Kinder montags unruhig sind und nicht aufmerksam. Die Ursachen waren wahrscheinlich andere. Aber nochmal zu dem Punkt Lernerfolg. Wie gesagt, ich habe es eben ja schon versucht, schon mal anzudeuten. Es geht darum, um die Wissensvermittlung zum einen, zum anderen aber auch um den Informationsgewinn. Und hier ist wirklich meine These und meine Forderung, Quellen kritisch zu hinterfragen, das heißt also Informationen nicht ungefiltert aufzunehmen, wiederzugeben, das erlebe ich auch häufiger, gerade auch bei älteren Schülern, sondern wir haben die Aufgabe, Schüler hinterfragen zu lassen. Also nicht die Quelle als solche summa summarum als wahr dazu oder aufzunehmen, sondern wirklich auch zu hinterfragen. Ein anderer Punkt, das darf ich als Sportlehrer vielleicht noch beifügen, ist, dass natürlich auch der massive Konsum, der zeitliche Konsum, auch Bewegungsmangel hervorruft. Wir haben, das wissen Sie alle, adipöse Kinder in einer Zahl, die wir in der Geschichte noch nie hatten. Dahingehend auch der Zusammenhang mit Diabetes, Zuckerkrankheit oder motorischen Auffälligkeiten der Schülerinnen und Schüler. Das hängt natürlich auch, nicht nur, aber auch aus meiner Sicht mit dem großen Medienkonsum zusammen. Ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, sind die sozialen Beziehungen. Das hat schon Spitzer festgestellt in seinem bekannten Werk Digitale Demenz, dass eben auch der Konsum von Medien soziale Beziehungen beeinträchtigt, und zwar negativ beeinträchtigt. Er hat da zwei Kontrollgruppen gebildet, die einen, die massiv Konsum betreiben, die haben Misserfolg in sozialen Beziehungen, und diejenigen, die sich sozusagen face-to-face gegenüberstehen, noch miteinander sprechen, die haben erfolgreichere Beziehungen. Das heißt, soziale Beziehungen als Thema in diesem Zusammenhang ist auch nicht zu unterschätzen. Wir haben natürlich als Schule auch die Aufgabe, soziale Kompetenzen zu fördern.
Gut, da muss ich aber nochmal kurz zurückfragen, Herr Offenhanger. Wenn Sie das jetzt hören, sind denn sozusagen die neuen Medien, die wir eigentlich nochmal differenzieren müssten und deren Einsatz wir auch nochmal genauer begucken, denn wirklich so neutral? Also kommt es sozusagen, wie Sie sagen, jetzt eher auf das Umfeld an oder machen gewisse Medien und vor allen Dingen immer der dauerhafte Konsum dann doch nicht irgendwas an direkte Einwirkung? Das wäre für mich jetzt noch eine Frage. Das ist schwer zu sagen. Also wenn Sie die sozialen Netzwerke nehmen, wir haben ja das Problem, dass die Medien sich so rasant verändern, dass, wenn Sie Forschung dazu nehmen, im Grunde genommen, wenn die veröffentlicht wird, schon wieder veraltet sind, weil die Medien sich ändern. Facebook ist 2004 aufgekommen, ich würde sagen, so ungefähr seit 5-6 Jahren ein Hype, sehr stark gestiegen. Wir wissen gar nicht, was das genau bedeutet jetzt. Das ist das eine Problem, was wir aus der Forschung haben. Das andere ist natürlich, ich denke, man muss gucken, welche Funktion, was ich schon mal meine, die sozialen Netzwerke haben. Sie sind eine neue Form der Kommunikation. Man verabredet sich ja darüber, man kommuniziert darüber und Jugendkultur besteht überwiegend durch Kommunikation. Die Jugendliche haben ja das Problem, sie haben keine große Biografie, sie haben keinen Beruf. Die Frage ist, worüber redet man? Man redet über Kommunikation, kommuniziert über Kommunikation vielleicht zum Teil auch, was machst du und so weiter. Und man erlebt dann in einer gewissen Phase, was ja auch mit der Abtrennung vom Elternhaus zu tun hat, mit der Adoleszenz, sozusagen, dass das Netzwerke sind, wo man in der Jugendkultur miteinander kommuniziert. Und dann kommt der entscheidende Punkt, komme ich da wieder raus? Fragen Sie mal 22-Jährige, die Facebook-Karriere hatten, die können überhaupt nicht verstehen, dass sie davon abhängig gewesen sind, dass es bedeutsam ist, dass man auch noch gucken muss, was machen gerade meine Facebook-Freunde, das heißt, es sind so Phasen. Und entscheidend ist, welche Funktion das hat. Und wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden, ich denke, dass die Studie, die Spitzer da bezieht, ist genau der Fall, wenn ich so eine Schwierigkeit habe, im Alltag sowieso zu kommunizieren, dann flüchte ich in ein soziales Netzwerk, weil ich virtuell Freunde finden kann, mit denen ich kommuniziere, aber eigentlich gar nicht an einer echten Freundschaft interessiert sind. Und damit verstärkt sich natürlich mein Phänomen. Das ist wie dieser absurde Cartoon, gibt es jemanden, der vom Computer sitzt, sagt, ich bin internetsüchtig, vielleicht gibt es im Internet eine Therapie da für mich. Also das ist sozusagen das Problem, was wir haben damit. Aber man muss mal sehen, also wir können auch mal reden und ich denke, Pfeiffer hat in seiner eigenen Untersuchung das Problem der Computer- und Internetsucht mal beschrieben und er kommt auf 1,7%. Wenn man mal, es gibt internationale Studien, die schwanken so zwischen 2-5% bis 7%, die wirklich, sagen wir mal, suchtabhängig sind nach engen Kriterien von der WHO. Das andere sind immer Problembereiche, die auftauchen, die sich aber dann irgendwo, wenn die Eltern das unterstützen, wenn die Schule drauf eingeht. Ich denke, die Schule hat eine ganz große Funktion und ich denke, diese präventiven Maßnahmen, die beschrieben worden sind, helfen ja auch in gewisser Weise, das zu durchschauen und zu sehen, was da passiert, dass man auch rausgeht. Dann denke ich, hat das eine positive Entwicklung insgesamt. Mhm.